Herzlich willkommen bei uns an der Deutschen Internationalen Schule im Silicon Valley, GISSV. Ich bin vor ziemlich genau einem Jahr hierher gekommen und habe die Schulleitung übernommen. Und da war erwartungsgemäß im Silicon Valley die Digitalisierung eigentlich schon gut unterwegs. Und trotzdem hat in den letzten 11 Monaten, die wir fast ausschließlich im Fernlernen waren, die Entwicklung Jahre zurückgelegt. Also es ist für die Mathematiker am Bildschirm, die bei mir Mathe haben, exponentieller Anstieg, auf jeden Fall. Und wir haben die Erfahrung gemacht in der Pandemie, dass wir besonders gut sind, wenn wir weniger klagen über die Dinge, die nicht gehen, und uns mehr darauf konzentrieren, was gut geht. Und was zum Beispiel besonders gut geht, ist diese Lecture Series. Wir haben jetzt Gäste, die sind 9000 Kilometer von uns entfernt, 9 Zeitstunden und alle dazwischen. Irgendwo. Und das ist wirklich beeindruckend und ich bin froh, dass ihr da seid, auch wenn ich jetzt gerne fragen würde, wer ist denn aus Brooklyn da? Und ihr könntet mal alle jubeln und ich würde euch hören, so bin ich trotzdem froh, dass ich weiß, dass alle da sind. Auch aus Kanada diesmal. Wir haben Gäste aus Montreal, aus New York, wie immer aus Boston, aus Washington. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich glaube, Kollegen aus Portland sind auch dabei. Und es ist natürlich besonders schön, dass wir hier diese Strecke überwinden, dank der Digitalisierung. Und so habe ich mich besonders gefreut, als ich gelesen habe, dass die neu berufene KMK-Präsidentin verkündet hat, Lernen und Lehren, guter Unterricht in Zeiten digitaler Transformation ist ihr Thema für die Amtszeit. Was die Schüler vielleicht wissen, ist, dass die KMK-Präsidentschaft turnusmäßig wechselt zwischen den Bundesländern. Und Frau Britta Ernst ist also die Ministerin für Bildung aus Brandenburg. Auch das freut mich besonders. Ich komme zwar aus Berlin, aber meine Wurzeln, meine Eltern stammen aus Brandenburg und auch das Hasso-Plattner-Institut ist ja nicht zuletzt in Brandenburg. Also herzlich willkommen, Frau Ernst, Frau Ministerin Ernst. Wir freuen uns, dass Sie da sind und ich würde Ihnen gern das Wort übergeben mit Blick auf die Digitalisierung. Ist das ja gar kein Problem. Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche, zugewandte Einführung. Ich begrüße auch Herrn Generalkonsul Südbeck, Herrn Professor Dr. Meinl. Wir begegnen uns dann jetzt auch auf diesem Weg. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Frau Toledo, liebe Frau Röschel, liebe Lehrkräfte. Ja, die Digitalisierung hat uns ganz gut durchgeschüttelt und bei Ihren Worten eben, dass Sie so eine exponentielle Entwicklung in den letzten Monaten gemacht haben, habe ich mir gedacht, oh je, dann schaffen wir in Deutschland die Aufholjagd ja nie, wenn Sie uns schon wieder davon eilen in den anderen Ländern. Denn in der Tat ist es so, dass wir hier sehr selbstkritisch zugeben, dass wir die Digitalisierung an den Schulen in Deutschland in den letzten 8 bis 10 Jahren nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt haben. Wir haben begonnen mit der Aufholjagd, aber die Pandemie hat uns sehr, sehr herausgefordert, weil wir eben nicht von einem Tag auf den anderen in Videoformate auf digitale Lernplattformen umschalten konnten. Wir sind aber in den letzten Monaten auch deutlich besser geworden und das verdanken wir unter anderem vor allem auch sehr stark dem HPI und der Schulcloud, die in Brandenburg, aber auch in 2 weiteren Bundesländern in einer Pilotierungsphase ist. Und eigentlich war die Pilotierung für 2 Jahre geplant und wir wollten jetzt so 100 Schulen in Brandenburg haben, die teilhaben. Aber das HPI war so freundlich, diese Cloud allen Schülerinnen und Schülern, allen Schulen zur Verfügung zu stellen, sodass wir jetzt deutlich über 600 Schulen in Brandenburg haben, die diese Schulcloud nutzen. Und das war in der Tat eine zentrale Voraussetzung in den letzten Monaten, um überhaupt Lehrinhalte vermitteln zu können über die Distanz. Und wir haben auch eine Videofunktion eben integriert. Wir haben uns bemüht, auch digitale Endgeräte den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen, deren Eltern sich das nicht leisten können. Und unsere Lehrerinnen und Lehrer haben sehr viel gelernt. Und ich hoffe, die meisten haben auch auf das geschaut, was möglich ist und nicht so sehr auf das, was nicht möglich ist. Ich als Politikerin werde allerdings sehr stark auch mit dem konfrontiert, was nicht geht und versuche immer doch in den Vordergrund zu stellen, dass die Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Monaten Erhebliches geleistet haben, um Bildung zu vermitteln, damit die letzten Monate keine bildungsfreie Zeit sind. Wir haben in Deutschland jetzt die Grundschulen im sogenannten Wechselunterricht seit Montag an den meisten Bundesländern wieder geöffnet. Die letzten Wochen waren eine lange Zeit. Wir haben schon festgestellt, dass wir nicht alle Kinder gleich gut erreichen und einige auch gar nicht, sodass wir jetzt hoffen, dass wir, wenn wir eine dritte Welle bekommen, sie sehr gering ist, dass wir mit dem Impfen vorankommen und dass die Hygieneregeln auch bei den Mutationen helfen, damit die Bildung im Leben der Kinder und Jugendlichen wieder einen größeren Stellenwert einnehmen kann.
und sehr deutlich geworden ist, dass es auch nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern es geht darum, Freundinnen und Freunde zu treffen, einen Austausch zu haben, eben nicht nur die Eltern zu treffen, dass das alles vielen Kindern und Jugendlichen doch sehr gefehlt hat und dass wir dort zu einem Ausgleich kommen müssen. Sie haben mein Präsidentschaftsthema angesprochen. Es ist in der Tat so, die Bildung ist hier föderal organisiert, Aufgabe der Bundesländer. Und wir sind aber in der Kultusministerkonferenz zusammengeschlossen. Und jedes Jahr ist ein anderes Bundesland dran, die Präsidentschaft auszufüllen. Nach 16 Jahren ist Brandenburg halt wieder dran. Und mein Thema, das Sie genannt haben, Lehren und Lernen mit digitalen Medien, soll in die Zukunft weisen und soll uns wegbringen nur von der Frage, welche Ausstattung braucht eine Schule und welche Ausstattung braucht das Kinder- und Jugendzimmer, sondern die spannende Frage ist, wie funktioniert guter Unterricht unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten, die die Welt heute bietet, aber auch künftig. Und da denke ich auch, haben wir durch den Distanzunterricht, wie wir es nennen, in den letzten Monaten vieles gelernt. Wir wissen auch durch die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler, was sie gut alleine machen können und was nicht so gut geht, sagen viele Mathe und Physik. Wenn da nicht die Lehrkraft erklärt, dann geht es häufig nicht weiter, wenn da nicht ein Videoformat einsetzt. Und mit diesen Erfahrungen wollen wir auch optimistisch in die Zeit nach der Corona-Pandemie gehen. Denn unser Ziel ist es ja auch, Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, möglichst individuell zu fördern. Und die eine braucht dort etwas länger und die andere ist dort etwas schneller. Und das ist für Lehrkräfte doch oft eine Herausforderung, ihnen gerecht zu werden. Und da sind wir ganz sicher, dass wir durch die digitale Technik da auch besseren Unterricht gewährleisten können. Ist für Lehrkräfte aber eine Herausforderung, die das im Studium noch nicht gelernt haben, die sich dem aber stellen. Und insofern freue ich mich heute hier, diese Worte auch zur Begrüßung gesprochen zu haben. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Arbeit. Ich finde auch, es ist kein Unterschied jetzt, ob wir uns international vernetzen oder in einer Stadt in einer Videokonferenz sind. Und auch das wird etwas sein, was uns hilft, mehr Internationalität in unsere Schulen zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler können jetzt leicht, nicht ganz unabhängig von den Tageszeiten, aber doch viel flexibler in der ganzen Welt unterwegs sein und dort auch Kooperationen und gemeinsames Lernen organisieren. Insofern sind viele Chancen da, die wir auch nutzen wollen. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich auch mit Ihrer Berlin-Brandenburgischen Perspektive hier eingeführt worden zu sein und ja, wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei Ihren Aufgaben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir würden jetzt klatschen. Das stellen Sie sich jetzt einfach vor. Wir sind wirklich dankbar für Ihre Worte. Sie haben gesagt, wir sind jetzt schon wieder vorgeprescht. Ich sage nochmal ganz klar, das wird Frau Toledo bestimmt auch gleich sagen, wenn ich Sie nochmal ordentlich begrüße. Die Auslandsschulen laden die Inlandsschulen ganz ausdrücklich ein, dass wir Hand in Hand durch diese Zeit gehen. Und ich weiß, dass in Deutschland viel aufs Ausland geguckt wird. Das ist richtig. Und zu gucken, wo andere Bildungssysteme funktionieren. Ich kann Ihnen mal aus der Runde der Schulleiter der Auslandsschulen berichten, dass da ganz viele interessante Dinge passieren. Und für alle Kolleginnen und Kollegen, die im Chor sind, wir wissen, wie wahrscheinlich alle, dass Kinder immer lernen. Die können gar nicht anders. Und was Sie jetzt auch lernen, ist, dass Sie uns zugucken und gucken, wie wir in dieser Pandemie reagieren. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir das zeigen und da unsere Vorbildfunktion ernst nehmen. Und diese besondere Funktion im Ausland auszufüllen, das machen die 140 oder mehr als 140 deutschen Auslandsschulen. Frau Toledo, die Leiterin der ZFA, wird gleich ein paar Worte zu uns sagen. Und Frau Toledo kommt auch schon von einer anderen völkerumspannenden Veranstaltung, einer ganz tollen Veranstaltung. Und ich gebe Ihnen einfach mal das Wort. Ja, guten Tag, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Generalkonsul, sehr geehrter Professor Meinl und natürlich, liebe Frau Röschel, Sie als Gastgeberin. Ich freue mich, dass ich mich heute hier dazuschalten konnte. Wir hatten heute, weil es Frau Röschel angesprochen hatte, die große Preisverleihung vom Bundesaußenminister Heiko Maas zum Wettbewerb Erinnern für die Gegenwart. Und auch das, was Sie eben gesagt haben, Frau Ernst, war da einfach möglich, eine Zuschaltung von den 4 Gewinnerschulen, die dort dann gemeinsam mit dem Bundesminister sich unterhalten haben über ihre Projekte, wie sie mit der Vergangenheit der deutschen Auslandsschulen umgehen und das jetzt für die Gegenwart anwenden. Ich
denke mir, dass wir auf einem guten Weg sind und ich kann Sie beruhigen, Frau Ernst, auch in Deutschland, das weiß ich jetzt aus eigener Lehrerfamilie, laufen super Projekte. Es gibt also, es hat wirklich einen großen Schub gegeben in Deutschland auch an unseren deutschen Auslandsschulen. Wir hatten einfach ein bisschen Glück, das sind eben nun mal Privatschulen, da sind die Kreisläufe des Geldes viel kürzer und kleiner und man kann natürlich schneller materiell auch etwas zur Verfügung stellen und wir haben natürlich Vorstände, die vor allen Dingen in der Wirtschaft auch tätig sind und die natürlich da auch nicht zögern, Geld für solche Dinge auszugeben. Silicon Valley, unsere deutsche internationale Schule, war schon immer Vorreiter, natürlich sicherlich auch mit dem Druck der Nachbarschulen oder aber auch des Klientels der Eltern. Wir freuen uns, dass wir den Weg gegangen sind, die HPI-Schulcloud international zu wählen. Also im Unterschied zu den HPI-Schulclouds, die es in Deutschland geht, haben wir die HPI-Schulcloud international, wo alle 140 deutschen Schulen Platz haben und wir sie natürlich noch weiter miteinander verbinden wollen, so wie Sie das jetzt hier schon machen auf dem amerikanischen Kontinent, wollen wir natürlich, dass Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse sich über die großen Probleme, die diese Generation im Moment umtreibt, Klima zum Beispiel oder aber auch Umweltschutz, Diskriminierung und all die Themen, die sie in verschiedensten Fächern unterrichten, wenn man da gemeinsame Projekte mit verschiedenen Ländern macht, um sich dann auszutauschen. Wir haben doch alle ungefähr die gleichen Kerncurricula, ja, und warum können wir da nicht gemeinsam in bestimmten Räumen arbeiten? Die HPI Schulcloud kommt uns natürlich auch ganz gut in dem Falle, dass wir natürlich einen starken, da wird mir die Vorstandsvorsitzende recht geben, einen starken Wechsel an Lehrern haben. Ja, und wenn wir in Bonn vorbereiten können schon, ja, die Lehrkräfte und sagen, Sie gehen jetzt an die Schule Silicon Valley, gehen Sie da mal in die Cloud rein und gucken sich das mal an, was da für Räume sind, welche Fachschaft dort ist, womit die arbeiten, dann können die sie, wenn sie sie reinlassen, da schon natürlich sich tummeln, als wenn sie vor Ort wären und sich auf ihren Einsatz vorbereiten. Ja, das ist also auch ein Stückchen Wissensmanagement. Also diese internationalen Lerngemeinschaften, die Pandemie, das hat heute auch der Außenminister gesagt, wenn Sie dabei waren, der Außenminister hat gesagt, die Pandemie zeigt ja nochmal, auch in der Forschung, in der Bekämpfung so einer Pandemie, wir schaffen heute nichts mehr national und unsere Kinder an den Schulen, Sie, die jetzt zuhören oder ihr, liebe Schüler, die ihr zuhört, werdet unbedingt international schon zusammenarbeiten, wie es ja auch viele eurer Eltern jetzt schon tun. Und das in der Schule schon zu lernen, mitzubekommen, dass andere Länder auf ein Problem anders gucken, wie man sich unterhält, kommuniziert, das ist, glaube ich, also eine ganz, ganz große Chance. Aber auch in einem ganz normalen Leben, also dass ich als Lehrer jetzt nicht mehr die Hausaufgaben einsammle, in meine große, dicke Rindsledermappe stecke und nach Hause schleppe, sondern einfach zu Hause gucke, wer hat schon seine Hausaufgabe hochgeladen, wer hat sie nur gelesen und ich kann dort sofort reagieren, kann auch vielleicht zwei Schüler nochmal zusammen matchen, dass die sich untereinander helfen. Also auch das Leben eines Lehrers wird anders. Und wenn wir auch noch so groß geworden sind als Lehrer, dass niemand gesehen hat, was hinter unserer Schultür passiert ist, ist das heute nicht mehr so. Ja, wir laden unsere Vorbereitung vor, können die mit anderen Fachlehrern teilen, uns austauschen. Deswegen hieß unser Logo auch dieses Jahr am Kalender 21 Wissen teilen. Ja, also das ist etwas ganz Neues für Lehrkräfte. Und Herr Professor Meine, wir sind Ihnen ganz dankbar, dass Sie uns da unterstützen. Wir haben also die Schulcloud international auch auf Englisch so, dass jetzt auch Ortslehrkräfte an Ihrer Schule, Frau Röschel, ja, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, oder Eltern auch dort mit reingehen können. Und ich glaube, auch in der Postpandemie ist eine Schule heute ohne ein Lernmanagementsystem keine moderne Schule mehr. Es ist schön, dass die Pandemie und so ein Stückchen wie als Katalysator gewirkt hat. Aber wir brauchen sie unabhängig der Pandemie umso mehr danach und können damit auch natürlich viele Instrumente des persönlichen Lernens einsetzen. Und wenn wir in die Bibliothek, die sie zentral haben, ich glaube, es heißt noch Store, das gefällt uns noch nicht so bei Professor Meinel, ja, weil das immer so ein bisschen kommerziell rüberkommt. Aber wenn wir da zentrale Dinge reinstellen, die wir ihnen zur Verfügung stellen können, für den Deutsch als Fremdsprachenunterricht, für den Deutschsprachenunterricht,
deutschsprachigen Fachunterricht. Das sind unsere zwei großen Säulen der internationalen, der deutschen internationalen Schulen. Dann ist, glaube ich, vielen damit geholfen. Also die HPI-Schulcloud passt zu uns ganz genau. Und ich freue mich, dass Silicon Valley, denn alle gucken auf ihre Schule, Frau Röschel, ja, wenn es um Digitalisierung geht, weil man einfach schon vom Standort annimmt, die müssen es doch wissen, was gut ist, dass wir da alle Schulen reinbekommen. Frau Ernst, wir sind noch nicht so weit wie in Brandenburg. Wir haben noch nicht mal die Hälfte aller Schulen drin, ja, von den deutschen Auslandsschulen. Das liegt so ein bisschen daran, dass viele Schulen, wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Also die Pandemie hat schon begonnen. Da haben wir dann erst den Vertrag mit HPI Schulcloud lange vor der Pandemie angedacht, aber dann erst geschlossen. Und da hatten einige Schulen jetzt schon auf andere Werkzeuge gesetzt. Und innerhalb der Krise jetzt umzusatteln, ist sicherlich sehr schwierig. Aber wir sind dabei, dass es eben im Sinne der Vernetzung unserer 140 deutschen Auslandsschulen weiterhin einen Zustrom über die bis jetzt 50 Schulen geben wird und dass auch wirklich im Schulalltag mit dieser HPI-Schulcloud gearbeitet wird, mit allen Instrumenten, die wir, glaube ich, alle noch nicht so hundertprozentig erschlossen haben und dass alle Schüler dort wie in einer Schule unterwegs sind. Und das wird eine ganze Menge mit uns als Lehrkräften auch machen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, auch wir aus Bonn haben einen Bezug neuerdings zu Brandenburg, denn wir gehen ja in das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, welches seinen Hauptsitz in Brandenburg hat. Dort werde ich also dann sicherlich öfter sein und werde dann auch endlich mal die HPI-Schulcloud in Potsdam besuchen. Ihre Mitarbeiter, meine, die uns ganz stark unterstützen und wir sehr zufrieden sind mit dem Support. Und ich wünsche der Veranstaltung einfach jetzt ein gutes Gelingen und freue mich, dass wir mit Ihnen, mit Ihrer Schule, mit den Schülerinnen und Schülern, mit dem Vorstand hier einen Vorreiter haben innerhalb der deutschen Auslandsschulen im Bereich der Digitalisierung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Toledo. Auch hier stellen wir uns den Applaus vor. Vielen Dank für Ihre Worte. Ich habe vielleicht vorhin gesagt, wir nehmen Sie an die Hand. Das war nicht so gemeint. Wir gehen da Hand in Hand, auch auf Social Distance. Auch wenn Frau Toledo jetzt auch nochmal gesagt hat, Silicon Valley schon der Standort, klingt nach Vorreiter. Wir haben viele Dinge gelernt, die mit ganz vielen Mitteln gehen. Und ich denke, uns da gegenseitig und im Austausch zu bleiben mit allen Auslandsschulen und mit den Inlandsschulen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür. Jetzt waren wir, haben wir was aus mehr Deutschland gehört, mehr was von den Auslandsschulen. Jetzt suchen wir mal so in unser transatlantisches Bündnis und haben den Generalkonsul Südbeck da. Herr Südbeck als souveräner Begleiter unserer Schule und uns immer zugewandt, bringt uns in Kontakt mit Wissenschaft, Schule, Entrepreneurs in Silicon Valley und letztlich ist auch dadurch diese Verbindung hier mit dem HPI entstanden. Also herzlichen Dank an die Betreuung, die wir hier haben und was dieses transatlantische Bündnis so hervorbringt. Und wie wichtig es diese Schulabschlüsse sind, nämlich das deutsche Abitur und das Highschool-Diploma, die wir hier an unserer Schule gemeinsam anbieten und die alle Schüler, die jetzt hier im Call sind, auch ablegen werden. Letztlich zeigt sich nicht zuletzt an diesem ersten Impfstoff, der rauskam, der war immerhin von Pfizer und BioNTech, also einer deutschen Firma mit Migrationshintergrund wohlgemerkt und einer amerikanischen Firma dann entwickelt worden. Und es zeigt endlich diese Stärke, wenn wir zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt übergebe an Herrn Südbeck, unseren Generalkonsul. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Katrin Röschel. Einen wunderschönen guten Tag auch hier aus dem Generalkonsulat San Francisco. Sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Toledo, Herr Professor Meinl, Schülerinnen und Schülerinnen der GSSV, alle, die aus allen Teilen der USA und Kanada zugeschaltet sind und natürlich den Lehrerinnen und Lehrern und dem gesamten Schuluniversum, was das möglich macht. Die GSSV und das Hasso-Plattner-Institut New York haben eine großartige Serie digitaler Vorlesungen aufgesetzt. Und das zeigt mir als freundlicher Begleiter der GSSV wieder mal, wie klasse die Schule ist unter der Leitung von Frau Röschel und mit dem Schulvorstand, die dafür federführend verantwortlich sind. Also vielen herzlichen Dank. Herr Professor Meinl, Sie werden es wahrscheinlich nicht erinnern, aber ich habe Sie im Sommer 2017 in Ihrem Büro aufgesucht. Denn als ich gerade erfahren hatte, dass ich nach San Francisco versetzt würde, da vermittelte ein gemeinsamer Freund den Kontakt und ich bekam bei Ihnen einen allerersten Eindruck von Design Thinking und dem Swing of Things im Silicon Valley. Ich kann mich gut erinnern. Was? Sie haben ein prima Gedächtnis, aber das müssen Sie wahrscheinlich. Herzlichen Dank dafür, dass Sie auch im Rahmen dieser Vorlesungsreihe sich für die Stärkung der transatlantischen Beziehungen einsetzen, so wie Sie das seit Jahren tun und für Kooperation, Austausch und Freundschaft zwischen Deutschland und dem Silicon Valley werben. Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Damen und Herren,
Seit dem 20. Januar dieses Jahres sieht die Zukunft der deutsch-amerikanischen Freundschaft erheblich rosiger aus als vorher. Und gerade jetzt, gegen Ende der Pandemie, nach der Pandemie, in Kürze hoffentlich, brauchen wir, die USA und die Europäische Union, Deutschland als Teil der Europäischen Union, Optimismus und Tatkraft, um die Welt von morgen gemeinsam mitzugestalten. Insbesondere in Fragen der Governance von neuen Technologien wie der künstlichen Intelligenz haben wir ein gleiches und starkes Interesse daran, dass unseren Werten Demokratie, Respekt vor dem Einzelnen, Freiheit ausreichend Gehör verschafft wird. Und diese Vorlesungsreihe trägt dazu bei, Schülerinnen und Schülern die Instrumente an die Hand zu geben, um sich in solchen Debatten zukünftig souverän und zielgerichtet in diesem Sinne zu engagieren. Das brauchen wir und dafür danken wir Ihnen allen, die mit diesen Veranstaltungen zu tun haben. Ein letztes persönliches Wort. Ich habe auch zwei kleine Kinder. And believe it or not, wenn wir irgendwann zurückkehren aus dem Ausland, dann kehren wir zurück nach Brandenburg und sind sehr froh, dass wir da auch die Aussicht haben, sozusagen ähnliche Bedingungen vorzufinden und eine zukunftsgerichtete Schulpolitik zu sehen. Das freut mich sehr. Joanne, over to you. Großen Dank und viel Spaß. Genau. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und bevor ich rüberblende, sage ich nochmal, jetzt haben wir ganz viel gehört darüber, dass bei aller Sehnsucht nach dieser alten Normalität von vor Corona wir dabei sind, dieses New Normal zu definieren. Und dazu brauchen wir jetzt aber auch die Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, Frau Ernst, wissen Sie, dass Mathe und Physik meine Fächer sind? Da sagen Sie, die sind besonders schwer. Also da passen wir jetzt besonders auf und ich freue mich, dass wir jetzt ganz inhaltlich in die Wissenschaft gehen. Und Dr. Herpern aus New York wird vorstellen, Professor Meinl aus Potsdam an die Schulen, die hier in Nordamerika sind. Also vielen Dank, Joanne, eine ganz stabile, schöne, gewinnbringende Zusammenarbeit. Und ich übergebe dir jetzt das Wort und dann geht es gleich zu Professor Meinl und dann wird es wissenschaftlich, und zwar in Richtung Mathephysik, bitte. Vielen Dank, Katrin und Frau Ministerin, Herr Generalkonsul, Frau Toledo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Kollegen aus der Verwaltung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind, den Vortrag von Herrn Professor Dr. Meinl zu hören. Frau Gröschel, Frau Jungblut, Frau Hink, Frau Webner, Frau Kriel, Frau Köhler, ich danke Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit. Unser Redner heute, wie Sie schon erfahren haben, ist Professor Dr. Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des Hasso-Plattner Instituts für Digital Engineering sowie Dekan der Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam. Er ist Professor für Informatik und hat den Lehrstuhl für Internettechnologien und Systeme am HPI. Und Professor Meinl ist Vorsitzender bzw. Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Aufsichtsgremien und ist im Vorstand von MINT-EC, dem nationalen Exzellenznetzwerk deutscher Schulen mit besonderem Angebot im MINT-Bereich. Seine besonderen Fachforschungsinteressen liegen in den Bereichen Internet- und Informationssicherheit sowie innovative Internetanwendungen und Systeme. Und zusammen mit Larry Leifer leitet er das HPI Stanford Design Thinking Research Program. Professor Meinl lehrt am HPI in dem Bachelor- und Masterstudiengang IT Systems Engineering und in der School of Design Thinking. Auf der OpenHPI-Plattform bietet er zahlreiche MOOCs. MOOCs sind Open, Massive Open Online Courses und alle diese Kurse sind kostenlos. Also im Moment hat er einen Kurs im Bereich Cybersecurity und das empfehle ich Ihnen, weil Sie brauchen das für Ihre Sicherheit. Professor Meinl ist Autor bzw. Co-Autor von 25 Büchern sowie diversen Tagungsbänden und hat mehr als 600 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Mit seinem Team hat er die MOOC-Plattform OpenHPI entwickelt und unter anderem auch von SAP und WHO genutzt wird. Unter seiner Leitung wird mit Unterstützung des BMBF seit 2017 die Bildungsplattform HPI Schulcloud entwickelt, die zurzeit an 3600 Schulen in Deutschland genutzt wird und über 1 Million Nutzer hat. Okay. Professor Meinl, the floor is yours.
Dankeschön, Jörn, für die Einführung. Liebe Anwesende, lassen Sie uns ein bisschen zum Fach kommen. Ich würde den Bildschirm dazu gerne teilen. Und das ist, Moment hier. Ja. Wollten wir ja über künstliche Intelligenz sprechen. Das ist natürlich schon ein Stück, eine kleine Herausforderung, wenn wir aus Deutschland in der Schule in Silicon Valley, wo ja sehr, sehr viele dieser Entwicklungen herkommen, darüber sprechen. Ich versuche aber trotzdem einen kleinen Einblick zu geben, weil das ist natürlich etwas, was unsere Welt verändert. Vielleicht bevor ich das tue, das ist Hasso Plattner, das ist der Gründer von SAP, einer der großen Unternehmenspersönlichkeiten aus Deutschland. Und der hat vor gut 20 Jahren das HPI gegründet, hat eine Stiftung etabliert, aus der das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gegründet wird, um in diesem Bereich der digitalen Transformation begabte, interessierte junge Leute auszubilden, um mit den Projekten diese Digitalisierung auch sinnvoll voranzutreiben. Hier mal ein kleiner Blick. Wir haben etwa 700 Bachelor- und Masterstudenten, 21 Fachgebiete, Forschungsbereiche, eine große Zahl von Doktoranden, über 200, eine School for Design Thinking. Es gibt übrigens auch ein Hasso-Plattner-Institut for Design an der Stanford-Universität. Die kooperieren sehr eng. Wir haben Reserve Schools, das sind Doktorandenprogramme, Israel am Technion in Südafrika, China, USA und ein Hasso-Plattner-Institut for Digital Health in Mount Sinai und auch die Außenstelle, wo Johann Halpern sitzt, in New York. Was passiert hier mit künstlicher Intelligenz? Bei ihm AI, im Deutschen KI, künstliche Intelligenz. Naja, es gibt eine Explosion an Daten, die aus ganz verschiedenen Bereichen zur Verfügung stellen und wo wir Menschen nicht mehr in der Lage sind, die zu beherrschen, mit denen umzugehen, die zu bearbeiten, die zu analysieren. Ich gehe mal ganz kurz durch. Also pro Sekunde so ein medizinischer Scan eines Organs, das erzeugt 10 Gigabit an Daten. Jede Minute werden in YouTube 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. 325.000 neue Malware, also Schadprogramme, Viren, Würmer, Trojaner jeden Tag. 35 Milliarden Geräte im Internet der Dinge, die mit ihren Sensoren Daten sammeln, wie zum Beispiel mit ihren Smartphones. Da sind so typischerweise 16 Sensoren drin, die Daten aus ihrer Umgebung erfassen, die ihnen ihre Schritte zählen können, die euch Wetterinformationen und alles Mögliche geben können. Und natürlich jetzt in der Pandemie, im Lockdown, den wir lange hatten, sind natürlich die Online-Händler sehr hervorgekommen. Und diese Vielfalt an Daten, um da überhaupt ein bisschen eine Vorstellung zu haben, was passiert da, wo ist was Interessantes, da brauchen wir die ganz dringende Unterstützung von Computern. Und da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren künstliche Intelligenz, da wird schon lange drüber gesprochen, gab es auch verschiedene Wellen schon. Das erste Mal, dass wirklich Interessantes und Wichtiges entstanden ist, ist in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und das ist unter dem Thema Machine Learning zusammenzufassen. Nämlich, dass IT-Architekturen ohne eine explizite Programmierung lernen können. Die lernen nicht so gut wie ihr, die ihr in der Lage seid, aus relativ wenig Daten zu verstehen, was passiert dahinter, wie sind die miteinander verbunden, die Phänomene, die durch die Daten beschrieben werden. Sondern diese Maschinen brauchen jedenfalls im heutigen Entwicklungsstatus riesige Datenmengen, Hunderttausende, Millionen von Daten, anhand deren man die trainiert
Und dann kommen aber ganz erstaunliche Sachen raus. Also wir wollen mit diesen Techniken Computer in die Lage versetzen, dass sie hören können, dass sie lesen können, dass sie scheinbar fühlen können, verstehen können, interagieren. Und warum ist das in den letzten 5 bis 10 Jahren so erfolgreich gewesen, dass wir da so große Fortschritte machen konnten? Naja, einerseits sind riesige Datenmengen, ich habe es ja gerade genannt, verfügbar, die uns ermöglichen, diese Computer, diese künstlichen Netzwerke, diese convolutional Netzwerke zum Selbstlernen zu füttern. Wir haben in der Hardware große Fortschritte gemacht, dass dieses Lernen auch mit wahnsinniger Geschwindigkeit geht. Die GPUs spielen eine große Rolle neben den traditionellen CPUs. Neue Big Data, Realzeitverarbeitungsverfahren, In-Memory-Verfahren sind entwickelt worden und implementiert worden. Das Cloud Computing bietet unerschöpfliche Rechenressourcen, Speicherressourcen, ohne dass man sich selber darum kümmern muss, was für Forscher eine wahnsinnig tolle Möglichkeit ist, einfach nur sich aufs Thema zu konzentrieren und zu wissen, über die Cloud wird all die Rechenleistung zur Verfügung gestellt, die gebraucht wird, und dann eben die Architekturen, die Algorithmen für das Deep Learning. Und das ist die Idee. Genau wie wir Menschen werden die Computer trainiert und aufgebaut, die Netzwerke aufgebaut, für die künstliche Intelligenz, dass die dann sehen, hören, sprechen lernen können, wie wir Menschen. Und hier ist mal ein Weg, wie vom Auge Daten über die verschiedenen Zonen im Gehirn durch das Gehirn geleitet werden und am Ende unseren Körper steuern, hier zum Beispiel die Muskeln für die Hand, das Verstehen, die Motorik umzusetzen in Bewegung und eben auch das Verstehen von Bildern. Denn genau wie der Computer kommen die Lichteindrücke als einzelne Punkte, die wir dann mit unserem Hintergrund als Menschen, was wir gelernt haben, als kleine Kinder, als in der Schule, mit unserem Wissen, wo wir diese Lichtpunkte dann im Kopf zusammen verbinden, zunächst sind das mal so einzelne Kanten und Verbindungen. Das wird dann zusammengesetzt, in dass wir sehen, ach, das ist ja ein Auge oder das ist die Nase und das ist der Mund. Und am Ende werden diese Formen wieder zusammengesetzt, dass wir sagen, Mensch, das ist ja das Gehirn und das ist ja ein Gesicht. Und da trägt jede dieser Stellen im Gehirn dazu bei, das zu erkennen. So, und jetzt ist es natürlich gar nicht so leicht, Bilder zu erkennen. Schauen Sie mal hier, das ist auch für uns Menschen nicht ganz klar, links zu erkennen, wann ist da so ein süßer kleiner Labrador zu sehen und wann ist es eigentlich ein Beagle, der da liegt. Oder auf der rechten Seite, was ist denn ein Teddybär und was ist ein süßer Hund? Also auch uns Menschen fällt das gar nicht so leicht. Und jetzt wollen wir die Computer trainieren, dass die uns erklären können, was auf den Bildern zu sehen ist. Und die Idee dabei ist folgende. Die Idee ist, das Gehirn so ein bisschen nachzuempfinden. Ich kann nicht nachbauen sagen, weil das ist viel zu komplex und zu kompliziert. Und so genau verstehen wir das Gehirn auch noch nicht. Die Idee ist, dass wenn wir hier links die einzelnen Pixel über die Sensoren aufs Auge fallen. Und dann werden wie im Körper kleine Zellen. Das sind jetzt hier keine Nervenzellen, sondern das sind kleine Computingzellen. Und ich habe hier auch nur 6 oder 7 angezeigt und nur 2 solche Reihen angedeutet. Das sind Tausende, das sind Zehntausende von solchen Zellen, die diese Daten, diese Lichtdaten kriegen und dann mit ihren Nachbarn austauschen und in diesem Austauschprozess diese Lichtdaten mit den Lichtdaten, die die Nachbarzellen aufgenommen haben, miteinander verbinden. Und irgendwann kommt hier das Ergebnis raus. Das hängt ein bisschen, wofür diese Architektur hier gebaut ist.
dieses Convolutional Network, so heißt das. Also zum Beispiel, als dass man mit der Text eine Unterschrift oder das Bild macht. Also das ist ein Beagle, das ist ein Hund. Oder dass man sieht, hier rennt ein Kind mit dem Ball hinterher. Also dass man über diese Netzwerke Bilder erklären kann. Und hier nochmal, das sind dann so ein bisschen in Schienen, wie Sie sehen, es wird am Anfang dieses Foto aufgenommen. Wir sind natürlich diejenigen, die das sofort im Kopf zusammensetzen und sagen, ach, das ist ja ein Gesicht für den Computer. Es ist aber schwer, da entsteht das, wenn diese Daten hier reinkommen, über solche Phasen. Und Sie sehen, immer mehr kristallisiert sich heraus, die Kanten, die Dinge werden zusammengesetzt, werden immer mehr zusammengesetzt, bis dann am Ende hier tatsächlich ein Gesicht erkannt ist. Also diese einzelnen Pixel sind zusammengeschmolzen und man erkennt ein Bild. So, und wie trainieren wir jetzt unsere Computer, solche Leistungen vollführen zu können, Bilder zu erkennen? Bilder zu erkennen, wie Menschen wir die erkennen. Und dazu gibt es große Datenmengen für die Forschung. Datasets, ImageNet ist ein solches Datensammlung mit 14 Millionen Bildern aus in 22 Kategorien eingeteilt. Also der Computer sieht hier beim Trainieren nicht nur das Bild, sondern er kriegt auch eine Erklärung, was da auf dem Bild zu sehen ist. Und jetzt kommen solche Netzwerke, ich hatte vorhin einfaches Beispiel gesagt, das ist aus dem Jahr 212, noch ein sehr einfaches Netzwerk und Sie sehen, über die Jahre werden die immer komplizierter, immer mehr Layer kommen dazu, immer mehr Querverbindungen und diese Architekturen, diese Netzwerke sind dann in der Lage, Folgendes zu machen. Im ersten Layer nehmen die das wahr. Dann, Sie sehen, im zweiten Layer durch die Informationen, die jede Zelle durch die Nachbarn kriegt, kristallisieren sich langsam Formen heraus. Und jetzt fangen wir schon an, im dritten Layer auch sogar Gesichter schon zu erkennen und Einzelheiten von den Bildern. Und Sie sehen, das wird immer präziser, was da von Station zu Station, von Layer zu Layer berechnet wird. Jetzt sind hier schon die Tiere zu erkennen. Jetzt wird es auch sehr präzise. Und das ist das, was in den Maschinen läuft. Und der Stand heute ist, dass wir inzwischen mit solchen künstlichen Machine Learning Netzwerken, mit solchen künstlicher Intelligenz, Bilder schon besser erkennen können als Menschen. Wenn Menschen Bilder gezeigt werden, dann haben die so eine Fehlerrate, so 8%. Mit den Maschinen sind wir heute schon drunter gelegen. Die können also besser erkennen, die Bilder als wir. Das ist mal losgegangen, da waren da noch ganz viele Fehler 2010 und die Verfahren haben immer weiter verbessert, um das hier zu erreichen. Und das Gleiche geht auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Erkennung von Sprache. Da ist auch inzwischen eine Genauigkeit entstanden, die genauer ist, als wir das kennen. Hier will ich Ihnen noch mal was zeigen, was jetzt nicht mit Sprache zu tun hat, sondern wie dieses Lernen funktioniert. Hier oben haben wir unser Netzwerk. Diese Kanten sollen ein bisschen andeuten, diese Skalenwerte, die, mit denen die Information von einem Neuron zum anderen Neuron übermittelt werden. Und am Ende, wenn das Netzwerk trainiert wird, sind diese Verbindungen richtig eingestellt. Also achten Sie mal, was hier passiert. Wir wollen, dass dieses Auto rausfährt aus einer komplizierten Straße und hier werden bei diesem Rausfahren und bei diesem Lernversuchen immer besser die Skalierungsfaktor eingestellt. Ich starte das mal. Sie sehen, einige sind sofort gestrandet, andere sind ziemlich weit durchgekommen. Und hier oben ändert sich die Vernetzung. Wie im Gehirn lernen, wenn Sie heute am Ende des Schultages da aus dem Unterricht kommen, dann sind in Ihrem Gehirn neue Verbindungen entstanden, gestärkt worden. Das ist nämlich das Lernen. Und Sie sehen hier in diesen einzelnen Runden, das sind hier die Lernphasen, werden die Autos, kommen immer mehr von den Autos, auch um komplizierte Kurven herum. Dabei wird das Netzwerk immer feiner eingestellt.
die verschiedenen Farben, die verschiedenen Dicke deuten an, dass da mit Faktoren, mit denen dann in den Netzwerkzellen Vektoroperationen durchgeführt werden. Und auf diese Weise, wir sind bald so weit, dass es unser Netzwerk so trainiert ist, dass es ein Auto tatsächlich rausschafft aus diesem, ja, da haben wir es, tatsächlich rausschafft aus diesem komplizierten Straßennetz. Also diese trainierte Netzwerk ist also schon ganz gut, ein Auto zu steuern, das auch so ein bisschen eine kompliziertere Parcours erledigt. Die Forschung und die Entwicklung, da gibt es tolle neue Frameworks, in denen das dann auch implementiert werden kann, in denen die Forscher leicht solche Systeme bauen können. Und es ist natürlich klar, wenn Maschinen gut sehen können, gut verstehen können, gut Text erkennen, dann kann man sie benutzen, zum Beispiel zum Klassifizieren von Hautkrebs. Veränderungen, feinste Veränderungen in der Haut sind auch für Menschen sehr schwer zu erkennen. Also da sind die Maschinen wunderbare Unterstützer. Oder hier Texterkennung, zum Beispiel wenn ein Auto die Straße fährt, dass die Ampel erkannt wird, dass das Geschwindigkeitsbeschränkungsschild erkannt wird, läuft alles, kann mit den Texten gemacht werden. Und die können dann natürlich auch wieder mit KI-Methoden künstlich übersetzt werden. Chatbots, in manchen Gegenden in Deutschland ist es ja nicht so freundlich, wenn man da einen Notruf anruft, dann sagt man, was ist denn da, sagen Sie mal Bescheid. Seit einiger Zeit sind die relativ freundlich. Und das ist die Zeit, wann gar nicht mehr ein Mensch da sitzt, sondern ein solches künstliches Intelligenzergebnis, ein Chatbot, der erstmal die Frage aufnimmt und dann an den richtigen Bearbeiter zuordnet. Und natürlich über allem die große Vision vom autonomen Fahren. Da brauche ich ja in Silicon Valley Ihnen nichts zu erzählen. Ich will aber auch meine Meinung sagen, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis das wirklich in die Fläche kommt. Und das wird auch nur für bestimmte Bereiche interessant sein. Viele Leute fahren ja auch noch gerne Autos. Auch hier, übrigens sitze ich etwa hier in Babelsberg in Potsdam. Das ist mein Büro. Es ist draußen schon etwas dunkler als hier auf dem Bild. Und jetzt möchte ich gerne ein schönes Kunstwerk haben. Also da gefallen mir die Bilder von Van Gogh. Und jetzt kann ich so ein KI-Netzwerk auch Van Gogh-Bilder zu lernen geben. Dass die verstehen, in Anführungsstrichen, was ist denn so typisch an so einem Van Gogh-Bild? Und dann kann ich denen mein Original hier, unser Hauptgebäude des Hasso-Plattner-Instituts geben und die übereinander legen lassen. Und dann kriege ich hier meinen Van Gogh von unserem Gebäude. Jetzt will ich aber auch nicht verschweigen, dass das, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen begeistert, dass das tolle Techniken sind und dass das mal wirklich etwas ist, wo Sie in der Schule vor allen Dingen Mathematik und Physik, Frau Röschel, Sie hören jetzt, dass ich Sie unterstützen will, lernen müssen, weil dann sind Sie hervorragend vorbereitet für solche Forschung. Jetzt will ich aber auch nicht verhehlen, dass diese Digitalisierung auch eine Schattenseite hat. Nämlich wir brauchen unwahrscheinlich viel Energie, um so ein neuronales Netz zu trainieren. Hier habe ich das unten mal angezeigt. Das ist so ein komplexeres neuronales Netz und das ist der Fußabdruck, der Kohlendioxidausstoß, der beim Energieverbrauch, um das zu trainieren, gebraucht wird. Um euch nur mal ein Beispiel zu geben, das ist der CO2-Fußabdruck von einem amerikanischen Auto. Die brauchen gewöhnlich mehr Benzin als die europäischen. Also was das braucht über seinen ganzen Lebenszyklus. Also die tollen Ergebnisse, die wir erzielen, sind noch nicht in der Praxis einsetzbar, weil einfach zu viel Energieverbrauch dahinter steht und damit zu viel CO2-Ausstoß und damit zu viel Klimaschäden. Das heißt, was wir im HPI jetzt machen, wir gucken, ob wir nicht diese tollen Dinge, diese tollen Netzwerke, diese neuronalen Netzwerke, nicht auch sehr viel energiesparender bauen können. Und da haben wir mal Untersuchungen, laufen Forschungsergebnisse, solche binären neuronalen Netze.
Also nicht, wie das heute der Fall ist, mit 32-Bit-Architekturen, wo dann komplexere Vektoroperationen gemacht werden, sondern mit so ganz einfachen binären Operationen, nur 0 und 1 und, oder. Und wir sind schon ganz gut. Wir sparen natürlich massenhaft Energie. Aber wir sind auch in der Genauigkeit des Lernprozesses gar nicht so weit weg von diesen Best Cases, die wir heute haben, die so halt so furchtbar viel Energie retten. Wir sind so 5% hinterher. Und das war ein Anlass für uns, mal nachzudenken, auch andere Forscher anzuregen, mal über die Thema, wie werden eigentlich solche digitalen Systeme entwickelt? Wie kann man in dieser Entwicklung darauf Einfluss nehmen, was für Energieausstoß, also was für einen Energiebedarf die haben, was für einen Carbonausstoß da produziert wird. Und bisher spielt das in der Forschung, in der Entwicklung im IT-Bereich keine Rolle, weil das Ziel ist, bessere, leistungsfähige Systeme zu bauen, die schneller sind, die mehr Daten verarbeiten können, die eben möglichst akkurat sehen und hören lernen. Und deswegen sagen wir, Mensch, wir müssen einfach ein neues Paradigma mit aufnehmen. Also nicht nur, wer ist am schnellsten, sondern wer ist auch sowohl schnell als auch im Energieverbrauch besser als andere. Da gibt es viele Ansätze hier bei uns im HPI. Ich lade euch auch mal ein, euch das mal anzugucken. Hier bei OpenHPI werden wir da jetzt in den nächsten Wochen mal ganz viele Beispiele zeigen, wie wir den Energiebedarf durch geschicktes Entwickeln solcher IT-Systeme entwickeln können. Und das ist vielleicht auch etwas, wo wir in Deutschland ein bisschen stärker drauf orientiert sind, nachzudenken, wo wir vielleicht auch von hier aus, obwohl es da einen großen Vorsprung in der Forschung in Silicon Valley gibt, wo wir vielleicht auch von hier aus Beiträge leisten können. Und damit danke ich herzlich für euer Interesse. Ich weiß nicht, ob es am Videokonferenzsystem gelegen hat, dass ich nur mich habe sprechen hören. Normalerweise in Vorträgen, gerade mit Schulklassen, ist natürlich sehr viel mehr Interaktion auch während des Vortrags möglich. Das haben wir nicht hingekriegt. Dafür haben wir es hingekriegt, über so riesige Entfernung hier miteinander sprechen zu können. Vielen Dank, Professor Meinl, für diesen sehr, sehr, sehr interessanten Vortrag.